Hi Leute, ich stelle euch heute meine Astra Militarum-Liste vor. Ich beginne auch sofort mit meiner HQ-Sektion. In der HQ-Sektion ist erstmal natürlich Lord Solar Leontus dabei, so wie man ihn kennt, mit seiner Kriegsherrnfähigkeit, dass ich auf die 5 plus einen ausgegebenen CP wieder bekomme. Stelle Nummer 2 steht mein Tank Commander, der auch Erwin genannt wird. Erwin hat einen Gatekeeper dabei, Erwin hat drei schwere Bolter dabei, Armor Tracks und die Tankass-Fähigkeit Steel Commander. Das ist dafür da, weil ich habe keinen Platz mehr für 40 oder keine 40 Punkte mehr für einen Kommissar. Deswegen ist er eben mein Steel Kommissar, damit er zusätzlich nochmal einen zu den Fahrzeugbefehlen einen Präfektusbefehl sprechen kann. Ansonsten hat er den Gatekeeper, wie gesagt, das super Kampfgeschütz, hat sich bis jetzt immer bewährt, habe ich immer dabei. Einen Death Corps Marshal, ganz schlicht, mit einer Kriegsherrnfähigkeit Master Tactician, dass ich einfach drei Einheiten neu positionieren kann oder in die strategische Reserve packen kann. Dann schauen wir weiter. Ich habe noch zusätzlich in meiner ein Bannertrupp dabei, aber zu dem später, weil der ist dann in meinem Patrol Detachment. Zu meiner Standardsektion, ich habe drei kardialische Stoßtruppen, die alle aussehen wie Death Corps of Krieg, also sind quasi meine Kardianer mit Gasmasken. Oder das Death Corps of Kardia, könnt ihr euch aussuchen. Ich spiele die auch, glaube ich, Standard mit einem Melter im Trupp und einem Plasmawerfer im Trupp und einem Vox eben, so viel wie geht. Die werden einfach meine Boots on the Ground punkten und je nach Mission eventuell Banners raisen oder halt meine Daten machen. Wir kommen weiter zu der Elite-Sektion. Da habe ich zwei Trupps Kasakin dabei. Jeder Trupp mit zwei Plasmawerfern, zwei Hotshot Volleys und ein Scharfschützengewehr und natürlich ein Vox. Der eine Trupp kann sich teleportieren mit dem Barbican-Ski, mit dem Relikt. Und der hat die Truppfähigkeit, dass die brutale Stärke, die können nach dem Bewegen Heavy Weapons abfeuern ohne Abzug, ist dann eben ausschlaggebend, wenn sie den Heavy 3 Befehl bekommen, also First Rank Fire, Second Rank Fire, schießen sie ohne Abzug. Das ist der erste Trupp. Der zweite Trupp hat Heirloom Weapons, das heißt, die haben 4 Zoll mehr Reichweite. Der Plan ist, die stehen hinten drinnen und alles, was nach vorne kommt, durch die Mitte oder ähnliches, was Sichtfeld gezogen wird, wird von denen beschossen. Hat bis jetzt auch immer relativ gut geklappt gegen die ganzen indirekt Feuer Marines, wie heißen sie, Desolator Marines. Müssen wir mal gucken. Vielleicht stelle ich die dann erstmal in die Reserve am Anfang. Wir werden sehen. Dann kommen wir zu meiner Sturmsektion. Auch ganz schlicht zwei Sentinels mit Plasmakanone. Mit Forward Deployment schauen wir mal vielleicht zum Ausgreenen in der. Bei der Aufstellung oder aber zum schnellen Vorrücken irgendwo um vielleicht mal einen Marker besetzen oder mal vielleicht irgendwo nerven, wobei sie meiner Erfahrung nach, wenn man nur zwei dabei hat, mehr nerven, als dass sie dann wirklich etwas tun. Aber sie haben sich bewährt und Sentinels sind einfach geil. Dann kommen wir in die Heavy-Auswahl. Die Heavy-Auswahl bei mir ist so mein Herzstück, was so den Schaden angeht in der Armee. Wir fangen mal an mit den zwei Earthshakern. Ja, der Battleplan mit denen ist alles, was eine Bedrohung werden könnte, auszuschalten, bevor es eine Bedrohung wird. Die stehen hinten rum und tun das, was Artillerie eben tut. Ich habe zwei Lehmans dabei, einmal Harry und einmal Hans. Wobei, ich meine, Hans ist derjenige mit dem Vanquisher-Geschütz. Das heißt, der ignoriert Retter, hat noch zusätzlich eine Laserkanone und zwei schwere Bolter. Der hat die Fähigkeit oder die Tank-Ace-Fähigkeit, dass er einen Trefferwurf wiederholen darf. Was gut ist für den Vanquisher, das macht den wesentlich effektiver. Und wenn der Vanquisher trifft und verwundet, ist es gut für die Laserkanone.
Dann habe ich Harry. Harry hat eine Plasmakanone und drei schwere Flammenwerfer. Der ist eher dafür gedacht zum Vorpreschen und dass der das erste Opfer ist, der getatscht wird. Hoffentlich. Der kann dann relativ gut Abwehrfeuer geben oder halt einfach irgendwo mal eine Stellung halten. Der hat zusätzlich dazu noch Armored Tracks, der gute Mann, und hat Knights of Pity als Tank Ace. Das heißt, er hat einen 5er Retter und einen 5er Feel No Pain gegen Mortals. Dann kommen wir zu meinem Baby. Das ist Emil. Emil ist mein Rogal Dorn. Der hat die Oppressor-Kanonen dabei und die Maschinenkanone im Turm, also zwei Turmwaffen. Der hat zwei schwere Bolter in den Seitenkuppeln, eine Pulverizer Cannon vorne drinnen, zwei Melter vorne drinnen und oben auf dem Turm noch ein schweres Maschinengewehr. Der hat noch die Fähigkeit, dass er als Tank Ace, dass er ein Offizier ist und einen Fahrzeugbefehl sprechen darf. Hat jetzt den Vorteil, dadurch, dass ich keinen Kommissar mehr eingepackt habe, der meine Bubble für Inflexible Command erweitert, habe ich jetzt einen Rogal Dorn, der meine Bubble um einiges mehr erweitert als ein kleiner Kommissar. Kostet natürlich dementsprechend auch mehr Punkte, aber ach, ich finde ihn einfach geil. Sorry. Dann war es das mit meiner Heavy-Auswahl. Dann sind wir mit dem ersten Detachment durch. Das zweite Detachment besteht eben aus dem Science Banner Trupp. Mit dem Finjell. Auch wenn es jetzt genervt wurde, finde ich es immer noch sinnvoll, die Feel No Pain Fähigkeiten zu ignorieren oder die den Schaden ignorieren. Ist immer noch gut gegen den Bloodthirster oder gegen die Katarns von den Necrons oder was auch immer, sei es Abaddon oder. Es fällt mir nicht ein. Wir lassen es einfach. Dann habe ich noch, wie gesagt, der ist leer, eigentlich bis auf das Finjell. Dann habe ich zwei 5er Trupp Science in der Standardauswahl. Die werden eventuell schocken und Daten machen. Oder wenn ich in der Mission keine Daten mache, punkten sie mir dann mein Boots on the Ground, wenn ich sie irgendwo reinschocken kann. Die haben ein Plasmagewehr im Trupp, ein Hotshot Volley und der Chef im Trupp hat ein Energieschwert und eine Plasmapistole. Das war soweit. Mein Battleplan habe ich so mehr oder weniger mit erklärt, sofern vorhanden. Meistens ist die Erfahrung, dass der Battleplan, der vorher geschmiedet wurde, sowieso nicht so umsetzbar ist oder nicht so, wie man es sich vorstellt. Deshalb werden wir sehen, was passiert. Viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt meine Armee. Da steckt sehr viel Arbeit drinnen. Macht's gut. Bis dahin.